Guten Tag, ich bin Abbas Rezai, der Moderator. Wir sind eine afghanische Familie. Meine Familie wohnt in einer niedersächsischen Kleinstadt. Wir haben gehört, dass es im Pflegeheim keine Mundschutzmasken gibt. Unsere Familie hat sich entschlossen, am Osterwochenende mehr als 100 Masken zu nehmen. Beteiligt sind meine Schwestern, mein Bruder und meine Eltern. Elinas erklärt euch jetzt mal, wie das funktioniert. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Elena. Ah, was machst du denn da gerade? Ich mache eine Maske. Ah, für wen denn? Für Oma, für Opa. Ah, okay, gut. Und wie sieht das im Original aus, Elinas? Und für die andere. Ah, okay, das ist gut. Wie sieht das im Original aus? Wollt ihr nochmal fragen? So. Also so, ne? Ja. Ah, okay, gut. Das sieht aber gut aus. Und? Wie heißt du denn? Ich heiße Abbas Rezai. Ich mache hier die Bänder, das ist Telt, die Masken. Ja. Ah, okay. Und wie lange dauert das? So 5 Minuten, glaube ich. Ah, okay, das ist gut. Dann viel Spaß, ne? Danke. Wie sehen wir weiter, wenn meine Eltern hier weiterarbeiten? Papa, ich habe die Regenbogen. Ah, okay. Du sagst du. Hallo, wie heißt du denn? Ich heiße Ella. Ella Rezai. Ich mache die Bänder für die Maske. Das dauert 5 Minuten. Ah, okay. Du machst auch die Bänder. Ja. Ah, okay. Und was ist das denn da? Neben dir? Das? Ja. Ich sage es. Ein Bild. Ich sage es. Okay, gut. Sag du es dann halt. Das ist ein Bild. Ah, für wen denn? Für Oma und für Opa. Ah, zeig mal nochmal, bitte. Ah, das ist schön. Okay. Dann wünschen wir euch einen schönen Ostertage. Und alle? Wir wünschen euch schöne Ostertage. Tschüss.